Willkommen zu unserem Vortrag über Christian Friedrich Daniel Schubert. Dieser ist am 24. März 1739 in Obersundheim geboren und ist am 10. Oktober 1791 in Stuttgart gestorben. Er war ein deutscher Dichter, Organist, nein nicht so einer, sondern ein Organist, Komponist und Journalist. Besonders bekannt war er insbesondere durch seine scharf formulierten sozialkritischen Schriften, mit denen er die absolutistische Herrschaft und deren Dekadenz im damaligen Herzogtum Württemberg öffentlich anprangerte. Schubert wuchs als Sohn eines Pfarrvikars und Musikdirektors in Aalen auf. Nach dem Abbruch seines Theologiestudiums arbeitete der musikalisch begabte Schubert zunächst als Hauslehrer und Prediger in Geislingen an der Steige. 1769 wird er zum Organisten und Musikdirektor am württembergischen Hof in Ludwigsburg ernannt. Hier fällt Schubert bald wegen seines Alkoholismus und provokanten Lebensstils auf. Als er eine Parodie auf die katholische Liturgie und eine Satire über ein Mitglied des Hofs schreibt, wird er 1773 entlassen und aus Württemberg verbannt. Ein Jahr später wird Schubert Herausgeber des politisch-künstlerischen Wochenblatts Teutessische Chronik. Sie erscheint ab März 1774 in Augsburg und erreicht bald 20.000 Leser. Die Zeitschrift enthält regionale und nationale Nachrichten, Ratschläge für Bauern und Händler sowie volkstümliche Balladen. Bekannt wird sie aber vor allem wegen Schuberts bissiger politischer Gedichte und Artikel, mit denen er die Willkürherrschaft der absolutistischen Fürsten und die katholische Kirche kritisiert. Als Schubert wiederholt die Jesuiten aufs Korn nimmt, wird er auch der Stadt Augsburg verwiesen. Anfang 1775 zieht er ins protestantische Ulm um, wo er seine Zeitschrift weiter veröffentlicht. In dieser Zeit erscheint eine berühmte Schrift von Schubert. Darin prangert er die deutschen Fürsten, beispielsweise Herzog Karl Eugen von Württemberg, an, die Untertanen als Söldner an ausländische Mächte zu verkaufen. Herzog Karl Eugen will dem Treiben ein Ende bereiten und lässt Schubert im Januar 1777 auf württembergisches Gebiet locken. In Blaubeuren wird Schubert verhaftet und am 24. Januar ohne förmliche Anklage und im Beisein des Herzogs und seiner Mätresse auf der Festung Aspek eingekerkert. Hier bleibt er mehr als 10 Jahre inhaftiert. Erst im Juli 1785 darf er seine Familie wiedersehen. Schubert, nun körperlich und geistig geschwächt, wird Hoftheaterdirektor und Hofdichter in Stuttgart, wo er 4 Jahre später im Oktober 1791 stirbt.